Geld und Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu Geld und Co. Am 22. September stimmt die Schweizer Bevölkerung über die BVG-Reform ab. Wir klären in der Sendung, um was es genau bei dieser Reform der beruflichen Vorsorge geht und was es betrifft. Später geht es dann bei uns um ein ganz anderes Thema, nämlich um die Elektrobranche. Die rasante Entwicklung in diesem Bereich bringt verschiedene Herausforderungen mit. Die Ramseyer Elektro AG hat eine Antwort darauf. Zuerst aber zur BVG-Reform und somit zu Melanie Bissig. Sie leitet die Finanzplanung bei der Basler Kantonalbank. Melanie Bissig, im März dieses Jahres haben wir die 13. AHV-Reform angenommen. Jetzt stimmen wir über die zweite Säule, die berufliche Vorsorge, ab. Mhm. Warum? Weil die Rente aus der zweiten Säule schon seit längerer Zeit stark unter Druck stehen. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir immer älter werden und die Rente immer länger ausgezahlt werden müssen. Die BVG-Reform hat darum auch zum Ziel, einerseits die Pensionskassen zu stärken und zu stabilisieren, das Leistungsniveau zu erhalten und die Situation von Teilzeitarbeitnehmenden zu verbessern. Um was geht es bei dieser BVG-Reform? Ja, die BVG-Reform umfasst im Wesentlichen 5 Punkte. Einerseits ist das meist die Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8 auf 6%, die Senkung der Eintrittsschwelle ins BVG, die Anpassung des Koordinationsabzugs, die Anpassung der Altersgutschriften und schlussendlich noch ein Rentenzuschlag für die Übergangsgeneration. Wir gehen nachher noch genauer auf die Punkte ein. Mhm. Wer betrifft denn die BVG-Reform? Ja, am meisten betroffen sind diejenigen, die nur im BVG-Obligatorium versichert sind. Das BVG-Obligatorium, das ist gesetzlich geregelt und darum deckt das die BVG-Reform ab. Und das betrifft Löhne bis 88'200 Franken. Sie haben gesagt, der Umwandlungssatz soll gesenkt werden. Was bedeutet das? Ja, der Umwandlungssatz drückt aus, mit welchem Prozentsatz mein Altersguthaben in eine Rente umgewandelt wird. Wenn ich jetzt als Beispiel bei der Pensionierung 100'000 Franken angespart habe, dann wird aktuell mein Altersguthaben mit 6,8% in eine Rente, also 6'800 Franken pro Jahr, umgewandelt. Nach der BVG-Reform werden das nur noch 6'000 Franken, weil der Umwandlungssatz auf 6% gesenkt wird. Die Personen, die Teilzeit arbeiten, sollten von dieser Reform profitieren. Inwiefern? Ja, einerseits, weil die sogenannte BVG-Eintrittsschwelle gesenkt werden soll. Das bedeutet, wenn ich heute einen Lohn habe von 22'050 Franken, dann bin ich erst ab diesem Lohn versichert im BVG. Und diese Schwelle, die soll jetzt neu auf 19'845 Franken gesenkt werden. Und andererseits haben wir auch noch die Situation, dass der sogenannte Koordinationsabzug angepasst werden soll. Und was ist ein Koordinationsabzug? Ich glaube, den Koordinationsabzug, den erkläre ich am besten anhand von einem Beispiel. Und zwar habe ich das Beispiel von der Nina mitgebracht, die in einem 50%-Pensum arbeitet. Nina verdient 50'000 Franken. Sie hat aber nicht die 50'000 Franken im BVG versichert, sondern 50'000 Franken minus den Koordinationsabzug, der eine fixe Zahl ist, von 25'725 Franken. Somit hat Nina aktuell 24'275 Franken versichert. Die BVG-Reform will jetzt den Koordinationsabzug frisch in Prozent definieren. In 20%, das würde in dieser Situation bedeuten, dass der Koordinationsabzug nur noch 10'000 Franken wäre und Nina somit mehr versichert hätte im BVG. Und das wäre für sie ein Vorteil, weil sie so mehr könnte sparen. Jetzt reden wir noch über das Thema Altersgutschriften. Was will dort die BVG-Reform anpassen? Ja, die BVG-Reform wird vor allem auch die Situation der älteren Arbeitnehmer stärken. Und zwar wird man das erwirken, indem man die Sparbeiträge senken. Heute ist es so, dass man zwischen 55 und 65 die höchsten Sparbeiträge leisten muss, nämlich 18%. Der Arbeitgeber muss immer die Hälfte dieser Beiträge mitfinanzieren. Und darum sagt man jetzt, man will die Kosten für die Arbeitgeber senken, indem man die Beitragssätze zwischen 45 und 65 auf 14% senkt. Und zum Schluss noch, wer profitiert von dieser BVG-Reform?
Ja, das muss ich wirklich ehrlich sagen, muss man jede Situation ein bisschen individuell auch anschauen. Aber wenn man beispielsweise Teilzeit arbeitet, wie Nina, dann hat die BVG-Reform bringt sicherlich Vorteile. Wenn man jetzt aber kurz vor der Pensionierung steht, dann kann natürlich die Umwandlungssatzsenkung zu Rentenreduktionen führen. Nicht alles wird auskompensiert. Und schlussendlich darf man auch die Kosten nicht vergessen. Gerade die Kompensationszahlungen, die kosten über 11 Milliarden Franken. Wer zahlt das? Ja, die Pensionskasse und die aktiv Versicherten. Und darum, ich glaube, die BVG-Reform soll vor allem auch eine Chance sein, dass man sich selber noch mit und mit seiner eigenen Pensionskasse auseinandersetzt und sich fragt, ja, wie bin ich denn eigentlich heute versichert? Also es ist ganz wichtig, dass man die eigene Situation anschaut. Melanie Bissig, danke schön für die Aufklärung rund um die BVG-Reform. Der Elektrobranche läuft gut, die Auftragsbücher sind voll. Auch bei der Ramseyer Elektro AG. Eine Herausforderung für den Familienbetrieb aus dem Baselbiet ist die rasante Entwicklung der Branche. Vor allem, weil die Firma von einfachen Elektroinstallationen bis zu komplexen Solaranlagen ein breites Spektrum anbietet. Das heisst auch, die Mitarbeitenden müssen sich regelmässig auf den neuesten Stand bringen. Der Ramseyer Elektro AG ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter gewachsen und beschäftigt heute über 100 Mitarbeitende. Die Branche steht aktuell unter Strom. Obwohl die Konkurrenz gross ist, boomt der Elektromarkt. Und das hat einen Grund. Es zeichnet aus, weil man viel Gebäudetechnik hat, mit viel Photovoltaikanlagen, wie man sieht. Das ist im Moment in den letzten zwei, drei Jahren ein riesen Hype. Man hat die ganze Gebäudeinformatik, über KNX-Installation, Tinline-Installation. Und das ist im Moment ein Markt, der sich jetzt wandelt und sehr viel Infrastruktur braucht. Das Baselbieter Unternehmen bewirtschaftet drei Geschäftsfelder. Der erste Bereich ist Service und Privathaushalt. Der zweite beinhaltet grössere Neu- und Umbauprojekte und als drittes ist die Firma mit Gebäudetechnik und erneuerbarer Energie beschäftigt. Die Schnelligkeit der Entwicklung, gerade in diesem letzten Bereich, fordert das ganze Gewerbe, auch die Fachkräfte. Sie ist fast zu rasant. Wir müssen selber schauen, dass wir nachkommen, aber wir müssen unsere Mitarbeiter alle weiterbilden und schulen, fast praktisch schon monatlich, dass wir auf dem neuesten Stand immer sind. Finde den Mitarbeiter. Nicht nur zwischen den Leitungen, sondern auch auf dem Markt. In der Elektrobranche sind gute Leute gesucht. Die Hauptherausforderung ist die Rekrutierung. Wir haben ein grosses Fachkräftemangel, das muss ich so sagen. Und wir sind sehr hart daran, dass wir die eigenen Leute super schulen können und viele Lehrlinge ausbilden können. Wir haben im Moment 11 Lernende. Und dies ist unsere Zukunft, auf das bilden wir aus. Der Jahresplan für Firmen in der Strombranche ist es, sich Anfang Jahr auf dem Markt durchzusetzen, Auftragsbücher zu füllen und Ende Jahr für alle die Arbeiten auch genug Leute zu haben. Meistens ist es so, dass alle Bauten oder alle Umbauten, Neubauten, Industrie oder werden immer Ende Jahr fertig. Und Anfang Jahr sind die meisten ausgegangen, weil die meisten auch Privathaushalte überall haben. Und da geht es meistens nicht weiter. Also wenn die einen Auftrag vergeben, dann geht es erstens vielleicht Februar, März, April, geht je nachdem etwas raus. Und so handeln es die meisten. Und wir merken das ganz stark, dass wir dann in dieser Zeit genug Arbeit für alle haben. Nächsten Mittwoch gibt es eine neue Ausgabe von Geld und Co. Dann reden wir darüber, für wer sich eine Solaranlage lohnt. Eine gute Zeit auf Wiedersehen. Geld und Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank.